Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team und heute gibt's was richtig Ungewöhnliches auf unserem Kanal. Ihr seht es ja gerade schon. FIFA 15 Let's Play Ultimate Team. Das hat's echt schon lange nicht mehr gegeben, aber das lag natürlich an der zahlreichen Form von FIFA 16 Videos, die wir gerade rausgehauen haben und die wir auch noch weiterhin raushauen werden. Und ja, teilweise hatte ich echt schon Bedenken, ob das nicht zu viel ist, weil es einfach 2 bis 3 Videos wirklich Tag für Tag waren und ja, vorher waren es ja immer nur ein Video, aber ich glaube das Gefühl, es kommt gerade richtig gut an, der Kanal wächst wieder und so hatten wir es auch für uns vorgestellt und so haben wir es uns gewünscht, von daher sind wir richtig happy und so wollen wir auch sehr, sehr gerne weitermachen jetzt in FIFA 16, aber soweit sind wir ja noch nicht und das ist auch der Punkt, warum ich jetzt hier nochmal FIFA 15 aufzeichne, FIFA 15 Ultimate Team, nämlich um zum einen hier so einen gewissen Abschluss zu liefern, aber auch gerade so der Punkt ist in der Phase, wo FIFA 16 kurz davor ist, rauszukommen, aber es ist noch nicht draußen und momentan sind sozusagen die Videos, die wir bei dem Capture-Event in Köln gemacht haben, wo wir gespielt haben, wo wir einfach, ja, einfach FIFA gespielt haben und keine Tutorial-Videos oder ähnliches machen, die sind jetzt einfach langsam ausgegangen und von daher, ja, Tutorial-Videos zu FIFA 16 sind was Schönes und was Feines und auch die Squad-Bilder und die ganzen Sachen, die Till macht, nur ich glaube, ihr wollt auch ab und zu auch mal wieder so ein bisschen FIFA-Gameplay sehen und das liefere ich heute hier wahrscheinlich in der letzten Folge von FIFA 15 Let's Play Ultimate Team. Ich habe heute Nachmittag schon mal probiert, das Ganze aufzuzeichnen und das hat nicht geklappt. Ich habe angefangen und jetzt seht ihr, dass ich da eine Niederlage habe. Das lag daran, es dürfte 0-3 sein. Richtig, ich bin rausgegangen, weil die Verbindung scheiße war und habe gesagt, hier habe ich jetzt keinen Bock drauf, da kann ich nicht spielen und ich hatte keine Zeit zu warten, bis das Spiel zu Ende ist und so weiter. Von daher bin ich einfach rausgegangen und habe danach gemerkt, ja, das lag an mir. Ich habe dann keinen Gegner gefunden, wo die Verbindung gut ist und von daher, ja, musste ich dann die Aufnahme abbrechen. Jetzt sind wir wieder hier drinnen und heute soll es dann wahrscheinlich die letzte Folge von Let's Play Ultimate Team in FIFA 15 geben. Und ich habe echt einiges zu bequatschen, weil, ja, es gibt ja echt einiges momentan zu bereden. Letzte Folge, schon mal ziemlich gut. Wie geht's in FIFA 16 weiter? Das ist natürlich auch ein heißes Thema und FIFA 16 an sich, das wird, glaube ich, heute auch ein besonders interessantes Gameplay, denn ich habe jetzt seit 2 Wochen, 3 Wochen kein einziges FIFA 15 Spiel mehr gemacht. Heute Nachmittag hatte ich 10 Minuten gespielt bei diesem Spiel mit der schlechten Verbindung und ich habe schon gemerkt so, wow, ich möchte die ganze Zeit L1 für No-Touch-Tripling drücken. Das geht aber dann leider noch nicht in FIFA 15. Ja, logischerweise ist ja neu in FIFA 16. Von daher glaube ich, das Gameplay wird jetzt echt ein bisschen grausam. Und das andere Thema, worüber ich noch sprechen möchte, ist natürlich der Punkt, dass ich in der Folge 198, 199 euch gebeten habe, Feedback dazulassen. Und das war einfach richtig krank und ich bin gerade überlegen, ob ich damit einsteige, weil ich weiß nicht mehr, welche Folge es war. Ich habe einmal darüber geredet, dass ihr Feedback da lassen sollt, wie die Sachen geklickt werden von uns, die nicht Let's Play Ultimate Team sind. Und da haben dann so viele Leute so umfangreiches und gutes Feedback gegeben, das war wirklich unglaublich erkenntnisreich für uns. Wir haben das zusammen quasi gelesen, Till, Georg und ich, als wir gerade in Köln angekommen sind, am ersten Abend, da ist nämlich diese Folge online gegangen. Und das war natürlich etwas für uns, was sehr, sehr wesentlich ist. Ui, der Gegner ist echt gut drauf, merke ich gerade. Er schießt jetzt auch direkt das Tor. Ja. Okay. Das hat natürlich, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wir waren in Köln, als wir das gelesen haben. Und das hat, da haben wir natürlich, haben wir zusammen gelesen, haben dann über die Kommentare uns auch ausgetauscht und so weiter. Aber das war ja so viel, da kann ich jetzt gar nicht in aller Kürze drauf eingehen. Aber was mir das oder uns gezeigt hat, ist, dass es so viele Leute gibt, ich muss übrigens auch wechseln, dass es so viele Leute gibt, die bereit sind, für unseren Kanal quasi auch einfach sich die Zeit zu nehmen und solche ausführlichen teilweise Kommentare zu schreiben, das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, das sind sehr, sehr viele Leute, die irgendwo noch auch persönlich involviert sind mit diesem Kanal und genau das braucht man. Guck mal, der Gegner nutzt gerade noch FIFA 15, wo die Übersteiger so gut funktionieren und er haut hier echt einen nach dem anderen raus. So, jetzt passt auch, kommt gleich wieder einer. Ja, danke, den nehme ich diesmal mit. ich drücke die ganze Zeit schon L1 für No-Touch-Dribbling. Oh, der wird geblockiert, der kommt nicht durch. Und ja, das ist natürlich echt schon mal ein gutes Zeichen. Und was ich auch nochmal kurz sagen möchte, ich hoffe natürlich auch, dass du bist echt der Wahnsinn mit diesen Lernschusstäuschungen. Huiuiui. Was ich auch sagen möchte, ist, dass es natürlich hoffentlich gerade schon ziemlich viele neue Zuschauer gibt, gegebenenfalls, weil haben wir jetzt echt dann auch durch die FIFA 16 Videos echt einiges an Abonnenten dazu gewonnen. Von daher nochmal schöne Grüße hier. Nochmal ein FIFA 15 Video, das können wir auch. Und da bin ich natürlich auch gespannt, ob
Es ist ja echt ein bisschen anstrengend, gegen die Kollegen zu spielen, muss ich mal gerade sagen. Ich will da so locker daherreden und der wirbelt da durch die Gegend und macht und hier und da und ist überall. Und ich bin mehr eigentlich damit beschäftigt, irgendwelche Sachen zu erzählen, während er sich da total abmüht und abrackert mit irgendwelchen crazy Skill-Moves. Ja, danke, dass nochmal einer hingeht. Und jetzt bin ich echt überlegen, jetzt wollte ich schon R1 drücken für einen druckvollen Pass. Ich bin total kaputt von FIFA 16 schon. Ich kann eigentlich nicht mehr FIFA 15 spielen, merke ich gerade. Das ist ja, R1 ist Trickpässe eigentlich normalerweise gewesen, ne? Genau, und von daher werde ich wahrscheinlich auch den einen oder anderen Trickpass hier in dieser Folge raus eskalieren. Ich hoffe, ich komme überhaupt vor das gegnerische Tor. Scheiße, ich benutze keine Übersteiger mehr, aber die sind in FIFA 15 natürlich noch gut, deswegen muss ich es auch mal wieder machen. Gott, das ist total kaputt. Ich bin gerade total Flashback-technisch unterwegs. Das ist gerade total verwirrend für mich. Oh wei. Jetzt will ich hier eigentlich einen druckvollen Pass spielen. Mach ich jetzt mal nicht. Jetzt lege ich mal hier so rein in die Gasse und ich probiere ihn jetzt einfach reinzuschießen. Jawohl! 1:1. Ah, das ist natürlich ein geiles Gefühl, muss ich gerade mal sagen, wenn man da irgendwie so mit Ach und Krach vors gegnerische Tor kommt und dann sieht es auch noch so gut aus. Der Pass in die Spitze und das 1:1. Schön. Das freut mich. So, also ich kann jetzt nicht auf alles Feedback im Detail eingehen. Ich glaube, das müsst ihr verstehen. Wir haben alles gelesen oder wir haben probiert, soweit es möglich war, alles zu lesen. Da müsst ihr uns auch vertrauen, dass das der Fall ist. Und aber nochmal hier, wir wissen es echt extrem zu schätzen. Es ist, wie gesagt, ein ziemlich gutes Zeichen. Und wir hoffen einfach auch jetzt, dass wir vieles von den Sachen irgendwo zu FIFA 16, vielleicht, wo die Kritik auch berechtigt war, besser machen können. Das liegt uns natürlich auch immer am Herzen. Und da war, wie gesagt, auch Kritik dabei, die wir absolut nachvollziehen können. Manche Sachen, muss ich vielleicht auch sagen, sind irgendwo auch zu einem gewissen Teil überholt. Uns wird noch extrem so ein bisschen vorgehalten, habe ich das Gefühl so. Oder was uns noch extrem nachhängt, ist so ein bisschen auch die Anfangszeit von Bepart Gaming, wo wir uns immer hingestellt haben, gesagt haben, boah, das wird alles so krass und die Website und so weiter. Und ich denke, wir haben echt seit gefühlt einem Jahr bestimmt nicht mehr über diese Webseite geredet. Einfach, weil das nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und irgendwann muss man auch dann uns, glaube ich, die Chance geben und uns dann eine neue Chance geben. Und ich glaube, FIFA 16 ist da auch irgendwo ein guter Punkt, um da vielleicht uns diese neue Chance zu geben. Und dann, was ich noch sagen wollte, irgendwas wollte ich noch erzählen. Irgendwas wollte ich zu den Kommentaren noch sagen. Scheiße, das ist so ein Spot, wo ich übrigens No-Touch-Dribbling nutze. Da, das ist so ein Spot, wo ich L1 nutze. Nur so am Rande. Jetzt probieren wir mal die Flanke auf Ibrahimovic, weil das geht eigentlich immer gut. Aber nur der Pfosten. Fuck. Ich hatte noch irgendwas zu den Kommentaren. Scheiße, das ist so ein total dummes Gefühl, wenn man weiß, man wollte noch irgendwas erzählen. Aber es fällt einem jetzt nicht mehr ein. Oh, und es wird immer schlimmer, umso länger man drüber nachdenkt. Ich muss kurz in Ruhe drüber nachdenken. So, ich habe drüber geredet. Kommentare. Ich komme nicht mehr drauf. Nee, kann ich vergessen. Egal, dann haben wir das Thema so ein bisschen abgehakt. Ich hoffe, Ribéry ist nicht im Abseits. Ja, ist er aber. Oder? Ja. Okay, das Thema abgehakt. Also nochmal danke für die ganzen zahlreichen Kommentare. Ah doch, jetzt fällt der Gedanke mir wieder ein. Und wir waren auch überrascht, wie viele Leute gesagt haben, Comedy-Videos interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ich bin hier, um FIFA-Gameplays zu sehen. Und deswegen gucke ich auch den Let's Play Ultimate Team. Ich möchte ganze zusammenhängende FIFA-Gameplays sehen. Und wenn ihr da Comedy-Videos macht auf eurem Kanal, das juckt mich nicht. Fanden wir überraschend. Also, ich meine, das ist eine absolut legitime Meinung. Und die können wir auch, klar, logischerweise nachvollziehen. Ihr habt das Ganze hier wegen... Probieren wir mal hier sowas. Und dann schießen wir einfach trocken rein. Läuft. Easy. Easy. Und das können wir absolut nachvollziehen. Wir dachten, oder wir werden das auch wahrscheinlich nur weiterhin so machen, natürlich mit Comedy-Videos, weil zum einen, wir haben Spaß dabei. Und es gibt auch viele Leute, wenn man sich die Kommentare unter den Videos anschaut, die auch das Ganze gut fanden. Aber auch wirklich überraschend, muss man ganz klar sagen, wie viele gesagt haben, nö, ich möchte FIFA hier sehen. Und das muss ich auch nochmal kurz anmerken. Zur 200. Folge haben auch nochmal so viele Leute geschrieben, dass sie so gerne mein Let's Play Ultimate Team schauen. Und das ist schon fast täglich, oder das ist für manche so ein tagtägliches Ritual gewesen ist. Natürlich tut mir leid für die Leute, die jetzt hier das tagtägliche Ritual nicht nachgehen konnten. Gerade Lex übrigens übelst tat. Das seht ihr, glaube ich, auch. Weil so lange kein Let's Play Ultimate Team gekommen ist. Aber ich glaube, das war es wert, dass es mal so lange nicht gekommen ist. Und dann, oh Gott, ist das schrecklich. Ja, wichtig. Und jetzt noch leider nicht wegklären.
Was ich sagen muss, ich finde es nochmal echt mega krass irgendwie, wie viele Leute daran Interesse haben, mir bei einem ungeschnittenen FIFA-Gameplay zuzuschauen. Ich erzähle irgendwelche wirren Gedanken, je nachdem, was so abgeht. Und Tag für Tag, kann man fast sagen, gibt's Leute, die das gerne schauen. Und das ist krass irgendwie. Das flasht mich voll. Das habe ich auch schon, glaube ich, zur 200. Folge an sich gesagt. Finde ich mega krass irgendwie. Respekt an euch, dass ihr es macht. Nee, aber es ist natürlich echt ein wahnsinniges Gefühl irgendwo, wenn ich weiß, tagtäglich gibt's irgendjemanden, der vielleicht auf das Video wartet, der das Video gerne schaut, sich das irgendwo ungeschnitten anschaut, was ich hier so laber. Und auch nochmal irgendwo danke dafür natürlich auf jeden Fall, dass es so Leute gibt. Und ich das auch nochmal irgendwo krass fand, irgendwo das auch so zu lesen, dass es so viele Leute gibt, die das auch schreiben. Und an sich, wie gesagt, auch interessant zu sehen, dass das auch nochmal so zum Ausdruck gebracht wurde. Comedy-Video interessiert mich irgendwie gar nicht. Ich bin hier, um FIFA-Gameplay zu sehen, weil ihr es irgendwie teilweise ganz gut spielt, dieses Spiel. Oder vielleicht auch irgendetwas an der Art mir gefällt, wie du so drauf bist. Jo, so, jetzt war ich gerade so ein bisschen in dem Dribbling verloren, hab das vielleicht gerade so gemerkt, so gedanklich so, ja, und jetzt vielleicht die Flanke auf Matuidi, gelingt nicht wirklich, schade, der Ball hier in der zweiten Reihe kriege ich auch nicht. Kommt es vielleicht nur so vor, oder hat der Gegner so ein bisschen das Tricksen und Skillen so ein bisschen reduziert? Nicht ganz, aber, naja, es kam mir nur so vor. Aber ich habe so das Gefühl, er hat so gemerkt, das bringt nicht ganz so viel gegen mich, weil ich doch irgendwo recht abwartend verteidige und dadurch dann so viele Skill-Moves auch einfach ins Leere gehen. Hat er sich jetzt gerade verspekuliert? Jetzt probieren wir hier. Oh, genießt nochmal so die Übersteiger. Schade, wollte ich mal was total Krankes raus eskalieren mit dem Advanced Rainbow, aber hat leider darauf gebaut, dass er rausrückt. So, das ist auch so ein typisches Beispiel, glaube ich, wo er dann so den Scoop-Turn gemacht hat und gesagt hat, so, yo, jetzt hau ich einen geilen Follow-Up raus und ich gehe einfach nicht drauf und dann, das ist gegen mich, als Skiller zu spielen, glaube ich, macht keinen Spaß, weil ich überhaupt gar nicht so drauf gehe auf den Ball für den Spieler. Egal, was ich auch noch erzählen wollte, haben wir jetzt auch schon so ein bisschen drüber geredet nebenbei. Oh, das spielt er gut. Richtig stark. Ich wusste schon irgendwo, was passiert, aber ich konnte es nicht mehr unterbinden. Sehr gut. Das ist natürlich, dass ich hier eigentlich keine Ahnung mehr habe, wie man FIFA 15 spielt, aber inzwischen habe ich ganz gut eingefunden. Ah, den wollte ich jetzt gerade unten wegmachen. Um da den Ball nicht zu verlieren. Das haben wir jetzt auch schon so ein bisschen, glaube ich, abgehandelt. So, was passiert in FIFA 16? Das ist natürlich auch so eine wichtige Frage. Let's Play Ultimate Team. Da, glaube ich, verrate ich nicht allzu viel, wenn ich sage, ja, das... Oh, das hat er gut gemacht. Also, irgendwann könnt ihr auch dann die Bälle rausspielen. Ui, guck mal, der wäre in FIFA 16 so sicher abgefangen worden. So. Let's Play Ultimate Team wird es natürlich auch in FIFA 16 geben. Aber was ich jetzt schon mal so ein bisschen andeuten werde, ist, glaube ich, dass es ein bisschen seltener der Fall sein wird. Und ich glaube, das finden manche vielleicht auch gar nicht so schlecht. Was mir auch gerade einfällt, darüber kann ich auch mal auf jeden Fall reden. Und vielleicht mache ich heute auch eine Doppelfolge draus, weil ich nicht weiß, ob es nicht vielleicht wirklich die letzte Folge ist und ich noch so viel zu erzählen habe, ist, was ich auch echt krank interessant fand. Wie viele Leute, und auch in letzter Zeit ist dieser Trend immer wieder aufgekommen, dass es in den Kommentaren geschrieben wurde, wie viele Leute schlagt den Test vor an. Das finde ich natürlich auch cool. Weil das ist eine Serie, da kann ich schon behaupten, die ist so wirklich... Na, was heißt... Das Prinzip ist natürlich von Schlag den Raab geklaut. Aber trotzdem ist die Serie schon so irgendwo mein Baby gewesen. Ich habe irgendwo das, was da bei Schlag den Test abgeht, um mir komplett ausgedacht. Es gab ja dann nochmal so ein Überlegen, ob das nicht von einem anderen YouTuber auch irgendwo schon mal so eine Art und Weise gemacht wurde. Aber ganz ehrlich, also das ist komplett von mir ausgedacht gewesen. Ob es komplett neu ist, das steht auf einem anderen Zettel. Aber egal, es kam gut an und viele Leute in letzter Zeit haben in den Kommentaren gefordert, dass es damit wieder losgehen soll, dass es das wieder geben soll. Ist natürlich richtig krass zu sehen. Da möchte ich einfach kurz drüber reden, weil es gab natürlich gewisse Gründe... Warum? Komm, ich probier mal. Gibt's einen Foul? Ja, sehr gute Position. Da werden wir probieren, mit Messi einen reinzuschießen. Machen wir auch relativ schnell. Oh, er bewegt die Mauer ganz komisch. Jetzt habe ich natürlich nicht dafür so... Oh, toll! Gezielt! Aber, ja, der Ball landet leider dann nicht mehr bei Ibra. Es gab ja gewisse Gründe, warum ich das nicht mehr so gebracht habe. Es lag zum Beispiel daran, dass es...
jetzt muss ich mich konzentrieren, dass vieles, was EA eingeführt hatte, um das Coin-Stealing so ein bisschen zu behindern, so auch extrem irgendwo die Möglichkeiten verhindert hat, dass ich Schlag den Test durchführen könnte. Zum einen habe ich überhaupt gar nicht so viele Münzen gehabt, um dann einen ordentlichen Preispool irgendwo zur Verfügung zu stellen. Damit fängt es schon mal irgendwo an, aber da hätte man vielleicht auch irgendwelche Lösungen finden können. Aber auch dann diese Price Ranges, dass es Spielertauschen nicht mehr gab und so weiter. Dadurch war Schlag den Test auch irgendwo so ein bisschen, sag ich mal, gehindert, das wirklich durchzuführen. Und ein anderer Punkt ist auch, dass eigentlich, sag ich mal, die Serie auch nicht, also mir war ehrlich gesagt nicht klar, dass die Serie so beliebt war, weil ich da nicht so den Eindruck hatte, aber das ist natürlich interessantes Feedback. Komm! Ah, komm! Ist natürlich interessantes Feedback, weil die Klickzahlen waren jetzt auch jetzt nicht so krass bei der ganzen Serie, aber das ist schon etwas, was natürlich auch aufgenommen wurde. Was wir halt jetzt auch uns überlegt haben, ist, dass wir irgendwo dann, wenn Schlag den Test irgendwie kommen sollte, wieder irgendwie was an dem Format nochmal ein bisschen ändern müssen, weil ich habe das Gefühl, das ist gerade nicht mehr so zeitgemäß, so ein Ding zu machen, was vielleicht nachher 40 Minuten lang ist. So war ja mal eine Zeit lang Schlag den Test, oder zumindest ein oder zwei Ausgaben waren so. Ne, ist Absatz, oder? Ja. Und das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Die Leute wollen im besten Fall irgendwie... Guck mal, hier, den nehme ich. Oh ne, den lupfe ich jetzt nicht mehr. Oh, Messi macht zum Abschluss auch noch einen Treffer. Sehr, sehr schön. 3-1. Und ich glaube, das ist auch so die Vorentscheidung hier in der 84. Und der Gegner geht raus. Und dadurch, dass wir jetzt hier gerade an so einem komischen Punkt sind, wo ich natürlich nicht beenden kann, ist hier offensichtlich, spielen wir noch ein zweites Spiel. Und ich glaube, die ganz treuen Let's Play Ultimate Team Fans, die wissen jetzt, was kommt. Weil ich hatte sie echt schon lange nicht mehr im Einsatz. Aber was gibt's für eine bessere Möglichkeit, als am Ende nochmal mit den Koreanern zu spielen? Es gibt keine bessere Möglichkeit. Sie waren so lange nicht im Einsatz. Sie haben die ganze Zeit gewartet und einfach in den Boxen wie Pferde mit den Hufen geschart. Irgendwie sowas. Die wollen natürlich auch nochmal zeigen, dass es auch in FIFA 15 derbe drauf haben. Und deswegen werden jetzt im letzten Spiel nochmal die Koreaner zum Zuge kommen. Ist nur die Frage, wo sind sie? Koreaner Bundesliga. Das wird es sein. Und da müssen wir noch so ein bisschen hier was machen, merke ich gerade. Und Schlag den Test, also da müssen wir uns noch irgendwie was legen, weil, und dann das andere Ding war, wenn man Schlag den Test, so wie ich es dann auch teilweise gemacht habe, so auf 3 bis 4 Videos aufteilt, dann geht auch so ein bisschen da der Flow verloren, weil sich das lang so lang zieht. Also da muss man drüber nachdenken, ob man irgendwie Schlag den Test auch in einem kürzeren Format hinbekommt. Das nur so am Rande. Ansonsten werde ich jetzt hier einen kurzen Cut machen, weil ich kann momentan eine Aufnahme nicht ganz so lang machen, das sieht immer noch an der externen Festplatte. Wir sehen uns gleich, wenn es dann in das zweite Spiel geht. So, jetzt sind wir wieder zurück und ich habe jetzt die Koreaner schon am Start. Aufgrund von technischen Schwierigkeiten sind wir jetzt hier schon direkt im Spiel drin. Ihr seht ja auch gleich, dass die Koreaner jetzt hier dann auch da sind. Wir spielen gegen ein Serie A-Team, soweit ich das jetzt hier gesehen habe. Ich habe eben auch nicht ganz genau hingeschaut, aber sieht ganz danach aus. Und die Koreaner bringen es jetzt hier zum Abschluss von FIFA 15 auch nochmal auf den Platz. Und apropos Abschluss, ich fände es nochmal mega fett, wenn wir zum Abschluss irgendwo auch nochmal eine richtig geile Like-Anzahl bekommen würden. Das heißt, wenn euch FIFA 15 Let's Play Ultimate Team gefallen hat, dann würde es mich mega freuen, wenn ihr nochmal ein Like da lassen würdet. 57 Likes wären schon eine richtig krasse Sache, muss ich sagen. Und richtig happy machen würde ich mich mit 1000 Likes. Da, glaube ich, würde ich anfangen zu weinen vor Freude. Und ich weiß, das ist etwas, Likes, ist, das haben wir lange Zeit nicht in dem Maße gemacht, dass wir gesagt haben, bitte lasst uns ein Like da und so weiter. Jetzt zu FIFA 16 haben wir es in den Videos schon auch immer konsequent durchgezogen. Es ist nun mal einfach so, ich bin echt schon extrem lange auf YouTube aktiv. Und diejenigen, die mich auch schon so lange kennen, die wissen, dass ich das nie irgendwie im Speziellen gemacht habe. Der Punkt ist einfach, wenn man es nicht sagt, machen es viele Leute nicht. Und Likes helfen einfach dem YouTuber, dass seine Videos besser bei YouTube irgendwo gerankt werden und einfach entsprechend mehr Leute dann auch sehen, was man für Videos macht. Dementsprechend hilft es uns einfach ungemein weiter. Und darum zu beten, ich glaube, es kostet niemanden was, es schadet niemanden. Von daher werden wir da darauf zukünftig achten und ihr könnt uns einfach einen riesen Gefallen tun, wenn ihr es macht, wenn ihr uns damit unterstützen wollt und damit könnt ihr uns kostenlos unterstützen. Von daher ist es, glaube ich, echt eine ganz, ganz geringe Problematik.
Und ja, oh, jetzt komm schon, komm, ja. Nee, dafür ist er zu klein. Aber Handanovic ganz lässig abgegriffen. Und von daher, gerne. Ich freue mich echt wahnsinnig drüber, wenn wir es schaffen sollten. 1000 Likes wären ziemlich krass. 57 Likes würde ich mich auch schon ziemlich freuen. Und dann kann ich guten Mutes auch in FIFA 15, nee, nicht in FIFA 15 weitermachen. Kann ich guten Mutes in FIFA 16 weitermachen. Und ich muss mich, glaube ich, mal irgendwie ein bisschen anders wieder hinsetzen. Ich sitze nicht ganz in der Mitte. Anderer Punkt ist noch, genau, wie geht's in FIFA 16 weiter? Ich habe eben schon angedeutet, dass ich glaube, Let's Play Ultimate Team wahrscheinlich nicht mehr ganz so häufig kommen wird. Der Punkt ist jetzt nicht, dass wir sagen so von wegen, ja, ist jetzt eine Serie, die kaum keiner, die einfach keiner guckt, die keinen mehr interessiert. Das würde ich nicht sagen, aber wir haben uns echt einige Gedanken gemacht, das habe ich schon mal vorher angedeutet in einem anderen Video, in einer anderen Folge von Let's Play Ultimate Team, was wir alles an Videos bringen können, und wir haben echt ein paar richtig gute Ideen, und es scheint auch so, dass wir die entsprechend umsetzen können. Dazu werden wir dann nochmal, wenn es dann wirklich soweit ist, konkret auch irgendwie eine, weiß ich nicht, ob wir dazu eine Ankündigung machen werden oder ob ihr es dann einfach sehen werdet, was wir dann letztendlich alles planen oder was wir alles machen. Oh ja. Oh ja. Yo! Und der geht durch! Boah! Kranke Parade von Handanovic. Aber Kim Shin-Wook ersetzt direkt nach. Und jetzt hier so, wupp! Richtig heftig, der Kim Shin-Wook, wie er gerade durch die beiden durchgeschnetzelt ist. Wo waren wir gerade dabei? Genau, ihr werdet es dann gegebenenfalls auch einfach sehen. Wie er zerstört. Er macht leider das Tor noch nicht. Aber der Typ ist echt, der hat eine bombastische Torquote. Und ihr werdet es ja dann sehen. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen dann vielleicht der Grund. Komm schon. Warum Let's Play Ultimate Team nicht mehr ganz so frequent kommt. Oder das kann sein. Ich will da, wir können da jetzt noch nicht so viel sagen, wie es sein wird und so weiter. Das haben wir uns auch abgewöhnt, dass wir irgendwo zu früh sagen, hey, das wird so und so sein und das wird total krank und freut euch drauf. Und nachher dauert es dann oder es passiert dann doch nicht so, wie wir es vielleicht am Anfang erklärt haben. Das machen wir nicht mehr, weil damit sind wir schon zu häufig auf die Schnauze gefallen. Von daher kann es aber sein, dass Let's Play Ultimate Team nicht mehr ganz so häufig kommt. Aber das hat dann gute Gründe. So viel kann ich verraten, und von daher solltet ihr euch dann auch darüber jetzt nicht ärgern oder nicht traurig sein, falls ihr jetzt sagt, boah, Let's Play Ultimate Team ist das Einzige, was ich hier gucke, dann wird es da dennoch auf jeden Fall noch guten Ersatz geben, falls das überhaupt notwendig ist. Ich möchte da, wie gesagt, noch nicht zu sehr mich auf irgendwas festlegen, sondern das kommt alles bei Zeiten. Gut, ich habe über das Feedback geredet. Ich habe so ein bisschen drüber geredet, wie es in FIFA 16 mit Let's Play Ultimate Team weitergeht. Ich habe, also über das Feedback meine ich in dieser einen Folge, wo so viele Leute Kommentare geschrieben haben. Ich habe über FIFA 16 an sich geredet. Jetzt sind wir soweit eigentlich durch. Eigentlich ist es gar nicht mehr notwendig. Ciao! Nein, natürlich breche ich das jetzt hier nicht ab. Von daher können wir vielleicht nochmal wirklich am Ende, ich weiß ganz genau, wie es sein wird, die Folge wird zu Ende sein oder das Spiel wird zu Ende sein, und dann werden mir auf einmal nochmal zwei Sachen einfallen, über die ich unbedingt reden werden wolle, tun. Und ist der jetzt nicht im Abseits, ne? Nee, boah, hallo! Danke, er gibt doch das Foul, jetzt passt auf. Hong Chul wird ihn jetzt hier treten, auf die Rübe von Kim Shin-Wook, und wir werden das 1-0 feiern. Es ist mir ehrlich gesagt, glaube ich, in FIFA 15 nie gelungen, so hier solche Freischüsse konkret gefährlich vor das Tor zu bringen. Aber welchen besseren Zeitpunkt gibt's als jetzt? Oh, es war gar nicht so verkehrt. Oh, das war jetzt gerade nicht ganz so die große Kunst. Die Schusstäuschung ist komplett in die Hose gegangen. So, und der Dumia wird sich jetzt hier wundern, wie schnell meine Innenverteidiger sind. War jetzt gar nicht notwendig. Oh. Der Pass war auch nicht notwendig. Ich weiß, wie gesagt, dass ich am Ende dieser Folge, am Ende des Spiels sagen werde so, ach, jetzt da, genau darüber wollte ich noch reden und das noch und so weiter. Und dann wird sich noch lange rauszögern. Kleine Sache kann ich auch sagen, ich habe eine Xbox One bestellt. Weiß gar nicht, ob das jetzt gerade so clever ist, das zu sagen. Aber ich werde auch noch, denke ich, ich werde auf beiden Konsolen spielen. Das ist gerade der aktuelle Plan, aber auch das ist noch nicht final. Deswegen ist es total doof, dass ich das jetzt gerade schon erzähle. Komm mal, jetzt! Und jetzt nochmal Spiel? Nee. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt gedacht. Aber das nur so am Rande. Und was ich mir vielleicht auch so überlegt habe, dass wir, also was auch auf jeden Fall irgendwie eine Sache sein wird,
die wir in FIFA 16 häufiger irgendwo einbringen möchten, ist auch wirklich eine konkrete Möglichkeit für euch, irgendwo Teil an den Serien zu haben. Auch ein guter Punkt ist gerade, wie mir einfällt, Karrieremodus. Wir haben es jetzt gerade in der Zeit gemerkt, wo FIFA 16 quasi so rauskommt, wie viele Leute doch regelmäßig nach dem Karrieremodus fragen. Und das ist schon so der Punkt, sollen wir das in FIFA 16 mal wieder probieren? Weil bis jetzt können wir nicht auf eine große, ruhmreiche Historie von Karrieremodus auf unserem Kanal zurückschauen. Das hat einmal... Guck mal, den schießen jetzt einfach total behindert rein. Ah, war gar nicht so verkehrt. Das habe ich einmal probiert zu FIFA 14. Ja, zu FIFA 14, richtig. Nämlich einmal auf der... Ich habe sogar effektiv wahrscheinlich zweimal probiert. Einmal auf der Old-Gen, PlayStation 3 und danach auf der PlayStation 4. Habe ich dann quasi wieder neu gestartet. Und dann hat es nochmal Till, glaube ich, zu Beginn von FIFA 15 probiert. Und ich glaube, nie war es so, dass jetzt, sage ich mal, da uns die Leute die Bude eingerannt haben und gesagt haben, boah, mehr davon. Und das hat dann immer schon dazu geführt, dass dann weniger Motivation war, diese Serie fortzusetzen. Aber es gibt immer wieder, auch jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, irgendwo die Nachfrage danach. Ihr könnt irgendwo mal gerne auch da Feedback dalassen. Wollt ihr das sehen? In welcher Form wollt ihr das sehen? Weil so ein Karrieremodus, den muss man hegen und pflegen. Ansonsten ist es so, dass man da nicht... Ich muss mal jetzt auch mich hier ein bisschen hegen und pflegen und mal konzentrieren, dass wir das Spiel jetzt hier nicht am Ende so doof herschenken. Ich glaube, das war sogar eine Fünferkette, gegen die wir hier spielen, fällt mir gerade auf. So einen Karrieremodus muss man natürlich hegen und pflegen. Und immer, da muss gut was passieren, ansonsten kommt man natürlich nicht weit. Dann ist man irgendwie in der 8. Folge beim 5. Spieltag oder irgendwie vielleicht auch beim 10., je nachdem, wie man es macht. Und das ist natürlich dann gegebenenfalls, das zieht sich dann vielleicht auch zu sehr, als dass das dann irgendwo von großartigem Interesse ist. Und daher könnt ihr mal Ideen vielleicht auch äußern, wie das, ob es irgendwie eine Möglichkeit, ob sinnvoll ist, das zusammenzuschneiden, ob es, guck mal hier. Scheiße, also momentan, ich glaube, das ist offensiv gerade echt so gar nicht, was ich irgendwie so mir vorstelle. Müsste das, wie gesagt, auch nochmal so ein bisschen entschuldigen. Die FIFA 16 Schädigung ist schon ein bisschen zurückgegangen. Das ist mir schon aufgefallen. Wow. Nein. Puh, der Djinn ist echt schnell und kommt da nochmal ran. Das hat er gut gemacht. Ja, was kann man machen, so Karrieremodus technisch, damit das da auch gut vorangeht? Und ist es etwas, das ist halt auch der entscheidende Punkt, ist es etwas, was ihr schauen würdet? Man sagt ihr natürlich jetzt, ja klar, würde ich das schauen, wenn das gut gemacht ist. Okay. Probieren wir. Naja, also da könnt ihr mal gerne Kommentare da lassen, ob das der Fall ist. Habt ihr da Bock drauf? Dann müssen wir irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Wir können es ja vielleicht auch wieder, dann dürft aber auch nicht böse sein, dass wir das vielleicht wieder testweise starten und wenn wir merken, ja, okay, 30 Leuten gefällt das sehr gut, der Rest schaut es nicht, dass wir es dann auch lassen. Oh. Oh, wo läufst du hin? Shin Jung Hin Min. Wo läufst du hin, ey? Da kommt der angerannt aus dem Rückraum wie ein Berserker und läuft einfach irgendwo anders hin. Wo er den Ball nicht. Komm, jetzt machen wir die Bude. Jetzt machen wir sie. Oh, scheiße. Die Ballannahme war natürlich jetzt auch einfach eine Katastrophe. Aber jetzt haben wir hier, jetzt machen wir die Bude. Den Rückraum. Auf Kim Shin Wook. Schusstäuschung. Uah. Ja, wollte eine Schusstäuschung zur Ballannahme machen, aber. War einfach zu spät eingegeben. Vielleicht hätte ich es nicht sagen sollen, was ich mache, sondern ich hätte es machen sollen. Und dann wäre es auch erfolgreich vielleicht gewesen. Scheiße, jetzt habe ich dem Biabiani so viel Raum gegeben auf den Außen. Das ist jetzt gerade nicht ganz so gut. Pass auf, der macht jetzt wieder eine Schusstäuschung. Hat er nämlich eben schon mal gemacht. Wird er wieder... Ja. Okay, wir haben jetzt schon die 66. Minute. Oh, das ist immer gut. Das mag ich immer, wenn die Einwürfe schnell ausgeführt werden. Und dann auf meine Spieler gespielt werden. Das finde ich immer klasse. Ja. Nee, die Übersteiger waren super bad. Oh, das verteidigen wir auch super bad, aber den habe ich. So, 70. Minute haben wir bald. Ach, komm schon. Der wäre doch sogar in FIFA 16 angekommen. Nee, oh, scheiße. Scheiße. Oh, das Abseits. Das ist richtig mies. Das ist richtig, richtig mies. Der wäre durch gewesen und hätte das Tor gemacht, gerade der Biabiani. Aber der andere Vollidiot, der Gervinho, der steht da am Weg und kriegt den Ball kurz an den Fuß und ist deswegen abseits. Das ist richtig mies. Ja, dreht ihn doch nicht weg, du.
Hätte jetzt gerade ein ganz schlimmes Wort gesagt, aber hab's dann doch sein lassen. Sehr gut. Ball bekommen. Ja, scheiße. Ah, ich habe den Ball kurz rausgespielt gehabt, aber dann hat er ihn einfach wieder genommen und hat ihn weggespielt und dann war Vidal durch. Da sieht man das jetzt. Achtung, da habe ich ihn und dann hat er ihn wieder und dann ist einfach Hopfen und Malz verloren. Das Spiel, das jetzt zu verlieren, das ist, wäre absolut unnötig. Ja, man kann sich auch so einen Standardtreffer mit Vidal gegen ein Silberteam auch dreimal anschauen. Das ist auch eine Möglichkeit. Wenn man irgendwie sonst keine Freude im Leben hat. Dann geht das auch. Dann kann man das auch machen. Probieren jetzt mal hier irgendwie mit coolem, systematischem Spiel und ich wollte schon sagen druckvollen Pässen, aber so weit sind wir noch nicht. Dann auch, ach jetzt. Was ist los bei dir? Das hat sich jetzt gerade ziemlich schlimm angehört. War auch der Fall. Aber alles in Ordnung. Die Unterbrechung muss jetzt noch nicht sein. Aber es gibt uns Zeit und Möglichkeiten, um jetzt uns zu sammeln und dann eine ordentliche Schlussoffensive zu fahren. Aber das kann nicht sein. Also bitte, das letzte Spiel mit den Koreanern, das kann ich nicht verlieren. Was wäre das denn für ein Saisonabschluss? Oh, das wäre richtig schlecht. Wenn er jetzt ernsthaft mit Zeitspiel anfängt, was macht er? Er macht echt Zeitspiel. Guckt's euch an. Oh, ich hätte so gefeiert, wenn du den verloren hättest. Ja. Er macht's nicht ganz so krass, das Zeitspiel, weil er jetzt dann doch auch nochmal ein Bein nicht passt. Aber er wird's jetzt so machen, ist weh, es ist ein Foul. Sehr schön. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher, ob ich das... Oh, fuck, Alter, ist das schlecht. Ob ich das als richtiges Zeitspiel werten kann, das werte ich als Zeitspiel. Wenn er jetzt wieder zurückspielt, das ist Zeitspiel. Jo. Ach Gott. Das... Jawohl. Das wäre richtig bitter, wenn er jetzt abbricht... Komm, das ist faul! Das ist faul, Mann! Er behindert mich am Pass. Und er wird wieder zurückspielen. Schaut es euch an. Genau. Und wieder zurück zum Torhüter. Ich muss hier noch gewinnen. Ich werde jetzt mal einfach eine Zeit lang, oder was heißt, nicht gewinnen. Zumindest unentschieden spielen. Wo ist mal einer frei, den ich... Wie die sich teilweise anstellen bei den Einwürfen. Nichts ist damit freilaufen. Und wenn man dann einen bewegt, dann das funktioniert auch nicht. Aber ich werde jetzt mal nochmal probieren, das zu gewinnen. Nein, doch. Nicht gewinnen, aber zumindest auszugleichen. Das war die Chance. Oh, den kann er doch reinmachen. Es gibt wenige Sachen, die ich so, wo ich so fuchsig werde. Wie Leute, die es echt für notwendig finden, in einem, oh komm, jetzt wisst, was ist denn bei ihm verkehrt? Warum macht er denn jetzt nochmal Pause? Die dann anfangen, auf Zeit zu spielen. Egal, ich werde mich nicht weiter drüber aufregen. Ist mir egal. Letztes Spiel drauf geschissen. Es ist mir Wumpe. Wenn ich das Spiel jetzt hier verliere, ist mir egal. Der kann mir hier nichts kaputt machen. Nur meine Laune. Und er ist so schlecht da drin, das muss ich auch nochmal ganz kurz erzählen. Er ist wirklich, also so häufig, wie er jetzt schon dabei den Ball verloren hat, ist es richtig, richtig schlecht. Und da würde es mich, finde ich es nur noch umso geiler, wenn er da jetzt noch mit auf die Fresse fliegen würde. Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren, weil ich mich dafür auch nicht clever genug anstelle. Das muss ich auch klar sagen. Aber der ist so schlecht da drin, das muss man echt mal ganz kurz erwähnen. Der Gegner ist eine echte Nulpe. Also ohne Scheiß. Und umso schöner wär's. Komm. Umso schöner wär's gewesen, wenn ich da nochmal jetzt irgendwo zum Torerfolg gekommen wäre. Das wäre. Ja! Ach, schade. Ja, ich. Dafür fehlt mir jetzt auch einfach die Abgezocktheit, aber ist nicht schlimm. Ich habe gesehen, dass es der Gegner überhaupt null drauf hat. Von daher ist mir das gerade total scheißegal. Er ist echt der größte Loser, muss ich nochmal ganz kurz anmerken.
Und von daher, das war's gewesen. Wahrscheinlich vom Let's Play Ultimate Team. Ist echt schade, dass das jetzt so zu Ende gehen muss, auf diese Art und Weise. Aber wie gesagt, ich wollte mich da nicht mehr darüber aufregen. Tue ich auch nicht, weil es echt total scheißegal ist. Ansonsten hätte ich nämlich auch das andere Spiel nicht einfach, was ihr nicht gesehen habt quasi, wo ich gesagt habe, dass die Verbindung so schlecht war, wäre ich auch nicht rausgegangen, wenn es irgendwie von Relevanz gewesen wäre. Das ist mir jetzt, wie gesagt, ich glaube, wenn ich noch dreimal sage, ist es mir egal, glaubt es mir irgendwann nicht mehr. Aber gut, wir sind jetzt hier an einem Punkt angelangt, wo es wahrscheinlich wirklich die letzte Folge war, wo wir jetzt hier durch sind mit FIFA 15 Let's Play Ultimate Team. Das ist noch nicht hundertprozentig so, weil es hängt ganz, ganz stark davon ab, wann FIFA 16 natürlich für uns zur Verfügung steht, wann wir endlich spielen können. Und ja, wir werden es wahrscheinlich ein bisschen früher bekommen. Ich möchte ja noch nicht zu viel verraten, aber es ist auch noch nichts Konkretes da, wann es dann quasi uns zur Verfügung stehen wird. Aber nochmal vielen Dank für all die Zuschauer. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufrufe insgesamt das FIFA 15 Let's Play Ultimate Team hatte, aber vielen Dank für jeden Einzelnen. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Wir wissen es alle zu schätzen. Das ist einfach richtig krass. Und von daher zählt es jetzt, dass wir demnächst auf FIFA 16 mit ganz, ganz großen Schritten zugehen. Und wir brauchen eure Hilfe, eure Unterstützung. Schaut einfach unsere Videos an. Das wird uns einfach immens freuen. Und ich hoffe, euch macht es Spaß und euch macht es Freude. Dann machen wir einiges richtig. Und jetzt bin ich traurig, dass ich diese abschließenden Worte so verkackt habe. Aber das gehört manchmal dazu. Das ist live. Von daher, ja, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Ja, sehr schön. Sowieso. Und ich bin so schlecht in sowas, merke ich gerade. Von daher will ich das jetzt einfach beenden. Wir sehen uns in FIFA 16. Bis dahin, haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. Come on. Come on, tu es. Ja, ja, komm schon her mit dem Scheiß. Das ist... Komm, 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 komm. Ja! Ja! Messi, Alter!